Hallo Leute und willkommen zurück zum Together Mother 3. Ja. Clans Part habe ich nicht geguckt. Noch nicht, er hat nämlich noch nicht hochgeladen. Haha. Ich weiß allerdings, dass er die Battle Memory besorgt hat. Dass er die Rope Snake besorgt hat. Und ja. Ich weiß nicht, ob er schon den Zweck der Battle Memory erklärt hat. Daher mache ich es gerade nochmal kurz. Jedes Monster, gegen das wir jemals gekämpft haben, Bedingung, wir müssen gegen dieses Monster gekämpft haben, taucht in dieser Battle Memory auf. Und zwar mit folgender Besonderheit. Die Gegner hier haben unendlich HP. Und das Ganze hat im Grunde den Zweck, die Themen der einzelnen Gegner, wie zum Beispiel hier vom Morbigrave Axelerondo, zu üben. Sie greifen übrigens auch nicht an. Das heißt, es bietet sich das Ideal, um zum Beispiel vom Mischievous Mole oder vom Baked Yam Monster oder was auch immer die Themen sich anzueignen. So. Da unten die heiße Quelle, wie gesagt. Hat Clan ja mit Sicherheit schon gezeigt. Genau, hier war Clan ja auch schon. Das Tor hat er noch nicht aufgemacht. Open the Castle Gate. Yes. Open the Castle Gate. Ja. Geht einfach nur darum, dass wir hier eine Abkürzung haben. Und da jetzt halt wieder raus können. So, gehen wir hier weiter. Ja, natürlich werde ich vom Geist angefallen. Mist, nur 4. Danke. Okay. Ja. Ich bin heilfroh, dass er diesem terrible odor, diesem Mundgeruch, ausgewichen ist. Denn, ansonsten hätte es durchaus sein können, dass wir uns, ja, dass wir in den Status Nuseated gelangen, sprich, nichts essen können, nichts zu uns nehmen können. Den Geist zuerst. Nee, ist der Geist weg. Du kannst dich nerven. Wie oft noch? Thema übrigens More Dangerous Guys. Durch die Unterbrechung eigentlich eher nervig. Aber naja, was will man machen? So. Ja. Die Beef Jerkys hier werde ich raushauen, so wie es passt, weil man kann sie hier farmen. Das ist das Schöne. Was ich damit meine, seht ihr gleich noch. You won. Ja. Keine Ahnung, ob Clan hier unten schon war. Wie gesagt, ich habe seinen Part noch nicht gesehen. Mist, der 15.
Nutbread, yay! Und hier haben wir die sogenannten Big Bros, die großen Brüder. Die mit ihren Angriffen schlagen meistens daneben, beziehungsweise funktionieren einfach nicht. Und yay, neue Level. Nutcookie. Erhalt sehr damit. Den darfst du nochmal direkt futtern. Ja. An Odd Dance is depicted here. Merkt euch das mal für später. Das wird später noch relevant. Und es wird lustig, so viel kann ich verraten. It didn't work. Haha. Ja. Das Thema geht noch. So halbwegs. Das gibt später noch deutlich schneller. Und schwerer. Na, anyway. Ja. Das sind drei Teile eines Tanzes. Was es damit auf sich hat, werdet ihr noch sehen. Sogar noch in diesem Kapitel. So viel kann ich, denke ich, schon mal verraten. Es wird lustig. Zumindest habe ich mich kaputt gelacht, als ich die Szene gesehen habe beim ersten Mal. Ja. Ist schon ein bisschen länger, dass ich das letzte Mal in Osoy Castle war. In M3. Yay, danke. Ja. Also ich habe für mich auch privat schon ein bisschen weiter gespielt. Daher, ich kenne mich in Osoy eigentlich noch ziemlich gut aus. Ja. Und generell das zweite Kapitel an sich auch. Schauen wir mal, wie es läuft. Es gibt hier drin nämlich einen Boss, den ich nicht sonderlich mag. Hat aber weniger was mit dem Thema zu tun, als vielmehr mit dem Schaden, den er austeilt. Und wir bekommen 140 Erfahrung. Yay. Ich will aber gerade nochmal in die heiße Quelle hüpfen. Ja. Teilweise, oder manchmal ist ja auch ein älterer Herr in der Quelle. Der nicht allzu viel sagt, wenn man ihn anspricht. Allerdings taucht er dafür random in irgendwelchen heißen Quellen auf. Keine Ahnung, was es mit ihm auf sich hat. Also, ich hab's auch, so wie ich's gespielt habe, nie rausgekriegt, wofür der wirklich da ist, dieser Typ. Clan, wenn du da irgendwas weißt, du kennst M3 noch immer besser als ich. Wäre vielleicht ganz gut, wenn du das mal aufklären könntest. Danke. Ja, an sich sind die Gegner hier überhaupt kein Problem. Ja, schmeißen wir mal was weg und es verändert Cookie. Ja.
Warum das Rodney Claire und warum ich das unbedingt mitnehmen möchte, seht ihr gleich. Nein, ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen aktuell. Ja, komm her, du Arzi Ghosts. Ja. Hier werde ich auf Hypnopendulum zurückgreifen. Denn, auf den Beat kommt man nicht unbedingt. Und gerade für sowas ist das Hypnopendulum halt ziemlich gut. Und zum Glück gibt es auch solche Sachen, wenn der einfach nur über Kunst labert. Ganz einfach. Das rüsten wir natürlich auch direkt aus. Was hast du denn zu sagen? All Fireblaze in this castle are connected. We are Squeak Passageway. Keep a Squeak Crit from the ghost, though. Ja. Was die nette Maus sagen möchte. Wenn wir hier durchgehen, there's a hole inside the fireplace. Fall down it? No. Kämen wir unten bei der heißen Quelle raus und bei einem Safe Rock und könnten uns heilen, wenn wir es wollen. So, hier, das wird jetzt ein bisschen ätzend. So. Some ghost armor suddenly attacked. Erste, was ich mache, Hypnopendulum. Bingo, funktioniert. Es geht mir dabei nicht um den Beat, sondern die machen verdammt viel Schaden. Deswegen Hypnopendulum und, wenn es funktionieren würde, Debuffs. Das macht statt 15 mit der ohne die Scary Mask wird es über 40 Schaden ausrichten. Und das, Shit, kann nervig werden. Aua! Da, Hypnopendulum, komm. Schlaf ein, du dummer Armer. Danke. Sehr schön. Und Tickle Stick. Ja, hat funktioniert. Sehr schön. Damit wir wenigstens ein bisschen Schaden machen. Autsch. Au. Na also. Und hier rein, aber schnell. Erstmal wieder in Sicherheit. Gott, schon mal mit dir. Give that first piano song a listen. It's great. It's moving, it's tear-jugging, it's painting. Painting. Machen wir's doch mal. Ich werde, by the way, nicht singen. Even if you forget the small notes on my back and inner thigh, I'll never forget you. In my lonely room, your weak weeps. Baby, believe me when I say, don't attach anything to the walls on this room. Like molds, or wicks, or wall staples. Oh, no wall staples. Könnte man sich fragen,
Hm, was meint dieser Geist? Von wegen No Wall Staples. Ja. Denke, ihr sitzt da schon. You! You're an ordinary person, aren't you? Denke doch, ja. No, you're not normal. You appear to be a thief person. Wow. Gold richtig, Junge, Gold richtig. Wine, it's the water of life. In this castle, I'm the ghost who knows the most. Hmm? We ghosts enjoy having food pass through our spirits at mealtime. Hm? Ich seh's. So. Wir nehmen mal eben zu uns ein Nutbread. Wir nehmen mal eben zu uns ein, ja, warum nicht? Beef Jerky. Wir haben zwei freie Plätze. Das ist gut. Denn... You want something to eat too? Sure, why not? Here you go. Das da got a Rodney Clare. Do you still want more? Würden wir jetzt ja sagen, würde er sagen, hat dir deine Mutter nicht beigebracht, auch mal nein zu sagen? Also sagen wir lieber gleich nein. Hey now, you don't have to hop back to be polite. Give me your buddies. Take one as a gift for your mom. Das da got a Rodney Clare. Das könnten wir beliebig oft wiederholen. Ist das nicht geil? Reden wir mal mit dir. Squeak, squeak. Many of the gods here are actually pretty friendly, huh? That's not something you'd normally expect. Ja, und hier kommen wir übrigens nicht durch. There's nothing you can do here. Nor is there anything that can be done. Ja, also hier kommen wir nicht durch. The ghosts here party every single day. I can't fit within that, or in with that. Just not that thing. Yeah. So, this wall seems scalable. Climb it up. Yes. Der Geist hat zwar gesagt, nein, wir sollen nicht, aber wir machen es natürlich trotzdem. Ja, ich werde by the way auch danach mal speichern, weil dieses Gelecke geht mir doch auf Dauer auf die Nerven. So, jetzt sind wir hier oben. Ich habe ja gesagt, wir können Beef Jerkys farmen. Was meine ich damit? Naja, wir haben jetzt 4 Rodney Clares. Die Rob Snake hat er ja schon geholt. Es gibt hier oben einen Geist. Reden wir doch mal mit ihm. Hey, that's Rodney Clare you have there. Please, trade it for me. Trade it to me for this Beef Jerky. Yes. Das da got some Beef Jerky. If you find any more nice Rodney Clares, just bring them here anytime. I look forward to having some more. Ja. Ihr seht's richtig. Wir können hier einen Rodney Clare gegen einen Beef Jerky tauschen. Und das Ganze, so, wir wollen. Cool, ne? Entschuldigung. Ja, machen wir natürlich. So, was ich aber jetzt auch mache... Ein Antidot wird gedroppt. So, ich werde nur dieses Präsent öffnen, den Macquarius Bracelet. Will ich dieses Geschenk hier öffnen, dürfte ich einen Fresh Mint verbraten, denn wir würden wieder nur angerülpst werden und... Das muss nicht wirklich sein. So, jetzt will ich mal gucken, wie sieht's HP-technisch aus. 189, wunderbar. Wie gesagt, mit den Rodney Clares könnten wir immer und immer wieder wiederholen. Wie wir wollen. Ja. Violent Roach. Okay, wollen wir mal. Giftboxes, blue ribbons have great things in them. Maps.
It'd be useful to remember that. That's the opened the present. That's the gotten also a sketch. Yeah. Jetzt haben wir die Karte von also a castle. Ja, ziemlich groß, ne? Kommt noch ein bisschen was. Even if we get the small poles in my vacuum dinner pie. Like coals or pigs or tall maples. Boo boo boo. No tall maples. I still haven't learned the lyrics 100% yet, but it's such a nice song. Never mind. Ach, erstmal gegen die Schabe noch kämpfen. Warum das jetzt auf einmal ausgerechnet wieder laggen muss, ich weiß es nicht. Naja, Schabe ist jedenfalls besiegt. Ich glaube, die Running Bomb werde ich... Nee, die Running Bomb werde ich mir aufheben. Aber ich werde mal eben Beef Jerky schlucken. Auch wenn es unnötig ist. Aber ich meine, wir... Das wollte ich. Strawberry Slime. Einer der Gegner, die man durchaus verpassen kann. Aber man kann in Kapitel 4 nochmal gegen ihn kämpfen. Also man muss ihn nicht jetzt besiegen, man kann auch später noch gegen ihn kämpfen. So ist es nicht. Aber ab einem gewissen Punkt im Spiel kann man es nicht mehr. Und da hat auch ein bisschen was an HP, der hält was aus. Ah, ist besiegt. Sehr schön. 584 Erfahrungspunkte. Allein schon dafür war es wert, ihn zu besiegen. Und Sprinting Bomb. Yay. Schön. Damit hätten wir hier erstmal auch alles erledigt. Ja. Zwei Rodney Clairs werde ich noch besorgen. Geht ihr hier bei dem Geist, supi. Ja. Wollen wir. Nope. Danke. Ja. Yep. So. Gut. Ja. Wie viel Beef Jerky haben wir jetzt? Aber jetzt 6 Beef Jerky, es sollte eigentlich reichen. So. Da wir die Rope Snake haben. Looks like this is a job for me. Hook me right onto that candlestick. Go ahead, don't worry about me.
können wir rüber. Finde ich eine geile Idee. Das ist serious. Das ist schwer. Autsch. Den BT kriege ich immer noch nicht so gut raus. Aber zum Glück ist es nicht sonderlich stark. I know you're rather strong, but the suit armor inside here is definitely no pushover either. I'm talking incredibly strong here. If you think you're up to the challenge, I'll move out of the way. Rick your old items, mystical thief tools, use whatever you can to clink clang boom bang that guy into submission. Das machen wir auch, aber erstmal diese Cutscene bewundern. Und uns dieses Amulett hier sichern. So. An diesem Self-Rock werde ich erstmal den Part beenden. Es leckt mir nämlich im Moment etwas zu viel. Und erstmal rauskriegen, woran es liegt. Und dann denke ich, werde ich noch einen zweiten Part aufnehmen. Weil sonderlich lang war es ja, denke ich, noch nicht. Beziehungsweise, wenn ich schon... Ja, ich werde noch ein bisschen länger machen. Aber egal. Also, bis dann, Leute. Und ciao, ciao.